Ich muss ja ein bisschen Energie sparen, Alter. Ich leg mich besser kurz mal hin. Sag mal deine Koordinate, dann versuche ich zu kommen. Minus 15, 131. Minus 15. 131. Okay, minus, der andere kann mich gar nicht zum Glück sehen. Minus 115, hast du gesagt, ne? Minus 15. 131. Müsste dich sowieso bald sehen, eigentlich. Naja, ich bin dafür zu weit im Plus. Ich hab minus 130 auf der ersten. Ja, und deine zweite? Na, die ist 100. Die haben hier schon wieder viel zu viel Fläche reingemacht. Das tut meine Aufnahme nicht gut. Ach, so ist das. Shit. So, jetzt bin ich bei minus, kann man sagen, 50 und 125. Ja, ich sehe dich. I see you. Auch wieder so gut wie am Ende lauf! Der Prozess. Ist da jemand hinter dir? Ein Alu, lauf um dein Leben! Nicht gut, ich flink den ab. Oh Gott, da ist schon in die Richtung. Ich seh dich. Ja, der verfolgt dich nicht. Ich will ihn doch rennen! Ist aber nicht da. Jetzt läuft er. Schlecks hier. Hier irgendwo Chilexen. Nicht auffällig ist. Da drüben, ich sehe den. Ich sehe ihn auch. Hallo, du Bitch. Ja, beweg dich da nicht so viel mit Alt, weil Bewegung ist immer scheiße. Am besten halte Kamera ruhig, dann geht alles. Denke ich mal, weil das Problem ist, wenn irgendwelche komischen Bewegungen sind, dann kann es sein. Alter, wie der guckt. Wir sind nicht hier! So woanders! Oh, er kommt in unsere Richtung. Nee, kommt nicht. Ach, sieht man die Namen also auch auf der. Oh, das ist richtig scheiße. Er kommt in unsere Richtung. Wenn, dann laufen wir ab. Lauf! Du hast das Ablenkungsmanöver gemacht. Ja, du hast dich geopfert gerade. Ja, du chillst jetzt unten, ne? Eieieiei. Läufst du noch weg? Ich bewege mich schleichend hinweg, ja. Der Typ hat mich nicht gesehen, weil ich habe mich jetzt auch mal aufbewegt. Ich muss in das Wasser rüberschwimmen. Ich seh dich ein bisschen. Der Typ kann ja eigentlich nicht so weit gucken, wie wir es können. Zumindest mit einem. Oh Gott, hier kann ich ja gar nicht runter. Duck dich. Ich bin geduckt. Nicht du, ich meinte mein Charakter. Achso. So. Och komm schon, fress den scheiß Alurex. Wo ist denn der überhaupt? Ist er hinter dir her? Nein, er läuft da hinten am Weg rum. So. Ich geh gerade an den Weg. Nee, da hinten. Ich geh gerade an den Weg. Wahrscheinlich kriege ich Todesangst. Ja, ich sehe ihn dort am Weg. Ich schleck's. Ich schleich weg. Das ist wiederum gut an der Map, dass hier sehr viel. Der läuft, der geht jetzt in die total falsche Richtung. Der geht in die total falsche Richtung. Ich bin da hinten, ne? Ich sehe dich. Ich gehe noch nicht rauf, weil ich noch nicht weiß, aber ich glaube, so langsam bin ich im Safe-Bereich. Das heißt, ich renne ein bisschen. So. Gut. Ich laufe jetzt am Weg. Ich stehe hier oben auf dem Büschen. Okay, da auf einem kleinen Hügel. Yeah, wir haben es irgendwie hinbekommen. Hatte ich überhaupt einmal gebissen? Nein, ich bin an ihm vorbeigefetzt. Ich habe ihn, glaube ich, noch geknuppt.
Ja gut, das schadet ihm ja nicht. Doch, er kriegt Blutung. Ach, das bisschen Blutung, so als ob er das nicht überleben würde. Für so einen großen, fetten. Das ist ein Alu, den könnten wir eigentlich theoretisch als nächstes spielen. Ich weiß nicht, was wir als nächstes spielen können. Wird man sehen, ne? Warte, ich hab doch gesagt, 15 Punkte gibt, oder? Ich muss dann gucken. Oder? Also, wenn, dann können wir dann irgendwie chillen und man könnte mal gucken. Wenn wir irgendwo mal. Ja, ich hock mich hier hin. Ich gehe mit, wenn dann sterben wir gemeinsam. Ja. Es ist immer gut, dass du dir eine sehr grüne Skin zulegst oder eine sehr dunkle. Ja, ich habe hier eine dunkle. Ich nehme immer Albino-Skins. Ja, genau, gleich Ufall, ne? Ja, was denn sonst? So, wie sieht's denn aus? 13 Punkte, dann bleibe ich noch ein bisschen so, guck noch ein bisschen herum, um mir die Map anzugucken. Da unten haben wir noch Herr. eins, bis wir sehen. Wir sind ja selber auch Heras. Nein, wir sind Utas. Heras sind Ah, eine Stufe Stärke. unten drunter. Das heißt, das ist Okay. Beute für uns. Ja, wozu sollen wir die Beute holen? Jetzt komm schon ganz ehrlich. Ich sag dir, das wäre eine Beute für uns. Ja. Ich gehe mal ins Escape-Menü. Ich gehe mal so langsam rein. Dauerte natürlich ein bisschen länger, aber ich will das vorbereitet haben. Stamina ist gleich voll. Durst ist um 12 Punkte runtergegangen. Hunger um ganze 30 Punkte. Sehr schlimm geht's mir. Leben ist voll. Also ich bin fast tot. Jo. Ich gehe auch mal in die Progression, wenn es funktioniert. Ich habe schon 14 Punkte. Ja. Es ist genauso, wie ich damals in meinem Isaac gesagt hatte. Ich habe immer null Herzen. Wenn jemand gefragt hat, wie es mir geht im Run, ich so, null Herzen. So. Progression wäre frei auswählbar. Ich warte noch, bis die 15 daherkommen. Die 15 ist da. Dann sollte hier was auswählbar sein. Baryonyx. Kann man aber nicht auswählen, den Baryonyx. Wahrscheinlich müssen wir zum Allosaurus oder so. Wir müssen wahrscheinlich. Also der nächste Punkt wären 20 Punkte. Weil zum Baryonyx kommen wir jetzt nicht. Obwohl ich die 15 Punkte habe. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir Allos sein. Das heißt, wir müssen noch 5 Punkte zusätzlich sammeln. Ja, sieht so aus. Nein. Allosaurus. Es geht? Nein, es geht nicht. Nein, nee, wir brauchen 20 Punkte für Ach einen Allosaurus. so. Ich dachte bloß noch, weil da gibt es ja noch eine Stufe mit nur 15 Punkten. Da dachte ich so, warum nicht ausprobieren? Ist da irgendwas? Sie hätte was gehört. Ich gehe immer dann auf die Knie. Und dann schreie ich um Hilfe. Ja, ich schreibe um Hilfe, Alter. Der Alu ist noch in der Nähe. Wir machen nur Ablenkungsmanöver. Das tut sich, wenn jetzt ein Spino aus dem Wasser kommt. Und dann Genau. dürfen, dann dürfen wir aber rennen. Ja, ins Gebüsch wieder. Mein Kopf genauso bei dir. Geht nur rauf und runter, mehr nicht. Ja, das meine ich. Das ist ja schon Buggen. Mir geht's physisch sehr okay nicht. So, was können wir hier erwarten für eine Scheiße? Und zuerst mal müssen wir abwarten, so wie es aussieht. Und dann, ja. Ja, der Alu hat da jetzt vollkommen Pech. Ja, es ist halt schwierig, jemanden wirklich hier zu sehen. Du hast ihn dann Nee, abgelenkt, er hat dich der hat den dann. Trick nicht gemacht, der Depp. Weil wenn du jetzt von oben runter guckst, siehst du, wie am Busch. Ja. Oh, wie Was war denn das? süß. Das ist ein Pflanzenfresser. Oh, dann lassen wir den. Der kann sich eh nicht wehren. Ich muss ja nicht fressen. Ja, ich sag ja. Ich habe ja selber auch gesagt, wozu.
Weiß nicht, wo du bist, aber ist mir egal. Ich hocke im Gras. Ich sehe dich rumschleichen. Ich bin lieber in der Hocke, also lieber so geduckt. Da kann ich direkt wegrennen, als wenn ich hocke. Ja. Hab dich gefunden. Du hast da alle so. Als ob mir wegrennen, wenn der schreit, ne? Ja. Aber das stimmt schon. Wenn man sich bewegt, dann sieht man einen schon im Busch. Aber wenn man sich nicht bewegt, dann kann man da echt nicht erkennen, ob da jemand ist. Da seid ihr, da hast du eine rote oder eine Weste. Du musst immer eine Skin holen bei Survival, wo du nicht auffällst. Also weiß, rot, gelb. Du kannst halt rot oder so nehmen, wenn du wirklich ein T-Rex oder so bist, weil du dann ist es scheißegal. Ja, da gibt's keine Deckung mehr. Da gibt's keine Deckungspunkte. Das ist dann nicht so wie ein Payday. Oh, wir haben genügend Punkte. Ich schreck's mich jetzt mal rein. Ja, ich auch. 19 Punkte, das reicht. Ach, ich erinnere mich noch an Zeiten der Eisel, als wir das gestreamt hatten. Am Anfang, als das Internet da war. Oh Mann, 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 ich kam nie so weit, ey. Immer nur verkackt. Vielleicht überlege ich wieder in Zukunft, leicht zu streamen. Ich überlege auch, aber ich habe einfach keine, die gucken. Auch wir müssen, wenn dann halt starten, mal gucken, was passiert. Wenn nicht, dann nehmen wir. Wahrscheinlich machen wir es dann eh so. Wenn am Anfang wäre der Livestream, dann machen wir eher Aufnahme daraus als Livestream. Ich denke mal, gerade bei dir im Bereich würde sich der ein oder andere freuen. So die MS Dark Shadow, wenn ich noch weiß. Also Alu auch nicht, ne? Warte, Progression, ich hab noch 19. Warte, jetzt habe ich 20. Doch, Alu kann ich. 20 Punkte. Du hast wahrscheinlich 19 gerade. Da warte ich hier im Menü auf die 20. Ich hoffe, dass das bei Funst bei dir. Wenn nicht, dann musst du kurz back und dann nochmal. Ja, geh auf back. Ich gehe jetzt auch mal auf back und return. Und dann gehe ich jetzt auch nochmal ins Menü. Einfach der Fairness halber, dass wir gleichzeitig starten. Jetzt kommt's. Jetzt in genau letzten 40 Sekunden kommt jemand und tötet uns beide. Ist irgendwo ein Giga-Schawenzelt herum. Ach. Da müsst ihr schon random ins Gras beißen. Also. Damit mein beweglich Gras beißen und nicht sterben. Und ins Gras beißen kann ja auch. Ins Gras beißen kann ich. Schön. Nio verspricht sich. Die Frage ist, was wir als Alu als nächstes holen können. Müssen wir dann gucken. Aber zumindest können wir Alu sein. Das ist schon mal etwas. Da sind wir langsam in einem Bereich, wo man sich ein bisschen mehr wehren kann. Und danach muss man halt gucken, was dann ist. Da sowieso so chillig ist, gucke ich, was. Danach müssen wir wahrscheinlich so in den Dreh 30 Points finden. Und wahrscheinlich 30. 25 Versuche Mimus, den kann man dann ausprobieren und ob der überhaupt gehen würde. Und dann halt warten bis 30. So, Allosaurus. Ich bin da Allo. Oder so eine blaue Skin. Eine blaue, dunkelblaue Skin. Ich bin schon wieder in der Scheiße. Der dunkelblaue Skin wird ja auch sogar funktionieren. Aber die ist zu auffällig. Wieso kann ich nicht rampen? Oh! Grüne Wiesen im Blumental. Wo ist du musst einmal Z drücken, das geht. Guck, dann leicht schneller. Ich kann nicht. Laila ist verkrüppelt. Laila, was ist doch mit dir passiert? Trott. Warum kann ich nicht trotten? Ah, jetzt. Hm? Ich hab irgendwas rumgeschrieben. Das war ein... Ich schleiche. Dum dum. Dum, dum, dum. Oh, Beute. Miro bleibt stehen. Ich brauche ein Bild, es bleibt aber stehen.
Dann sag doch, was du brauchst. Da rennt der alles weiter. Ich sag, hallo, ich brauch Bild. Dann sag doch. Ich hab. Ich weiß ja nicht immer mit den Bildern. Na doch, meine Skin geht auch. Sogar mit dem Blau bin ich immer noch recht unauffällig. Auch wenn ich auffälliger bin als du, aber es sieht schöner aus. Habe ich schon gewusst, dunkelblau geht auch im Dunkeln. Im Licht nicht. Da leuchte ich wie eine Sau. Das ist ein Taco. Ein Taco? Die kann man fressen. Essen wir mexikanisch. Ich muss erst mal im Internet gucken, welche Evolution kann man nehmen. Ja. Du müsstest wahrscheinlich nebendran ein Wiki mal aufmachen. Wie viel Leben haben wir denn? 2700 noch was. Also ein T-Rex, den überleben wir natürlich nicht. Ein Spino auch nicht. Da drüben sind ein paar. Wir töten. Pass auf, da geht die Klippe. Ey, das sehe ich ja schon selber, so ist ja nicht. Ich sag allen schon mal Hallo auf der Klippe. Alter, hier ist aber eine mega übelste Klippe. Haben sie sich sicher gefühlt, dann hören sie zwei Trampeltiere. Mhm. Aber wir kommen nicht runter. Da drüben ist das Ding. Du bist halt nur runter, ne? Ich sehe den Dingen für runter, glaube ich. Das dauert aber noch. Hier ist voll schön, ne? Hier ist voll die Blumenwiese. Ich weiß. Und hier bist du auch relativ beschützt, weil die anderen müssen erstmal alle außen rumlaufen, bis die hochkommen. Wenn du jetzt irgendwie so einen Cheat oder so, oder wenn du jetzt weißt, wie du runterkommst, ohne Schaden zu bekommen, dann kannst du dann runtergehen, während der andere versucht hochzugehen und dich zu schnappen. Das ist ein schönes Bild. Bleib mal stehen. Ich kann eigentlich mal meine Leistungen rausnehmen, weil ich sowieso weiß, wie viel Stamina ich habe. Mann, ey. Hört sich doch nicht bedrohlich an. Die Frage ist, von wo? Behind you. Okay, hinter uns kann er wirklich nicht sein. Also in dem Sinne. Ich wüsste nicht, wie der den Berg hochklemmen würde, aber... Das Problem ist, wenn er... von dem Berg runterkommt. Ja, ich weiß. Wir können trotzdem abzischen. Da vorne ist jemand. Wo? Der springt rum. Ja, guck mal da rechts. Jagen wir ihn. Zwei. Fuck. Schnecken wir doch, oder? Was sind das überhaupt für Viecher? Gutas. Problem ist, wir hören hier viel zu viel Gefährliches in der Umgebung. Ja, die Utas sind die einzigsten Gefährlichen. Die da, oder wie? Die, wo gerade hochgerannt sind. Sind die gefährlich für uns, oder? Nö, die machen wir gleich mit den Happen kaputt. Ja, das meine ich ja. So, ich höre hier halt noch anderes Zeug. Da oben ist ein Spino. Das meinte ich. Ja, zum Glück sind wir jetzt gerade am Chilexen und hauen ab. Nicht so in Richtung des Trampelpfads, da sieht er uns mehr. Da ist er wieder zurückgegangen. Ist zurückgegangen. Ich heb mal auf jeden Fall die Ausdauer auf. Ja, die Stamina geht uns viel zu schnell in Flöten. Als größerer. Hier haben wir doch einen romantischen Feldweg. Ich glaube, die zwei Raptoren sind tot gegangen. Weil da oben das Bino war. Ich glaube aber, der hat sie nicht gesehen, weil der ist viel zu schnell wieder weg gewesen. Gleich kommt ein Überraschungsangriff, die springen gleich runter auf uns und bouncen uns. Also bei Spielwiese, die sind so schön als Suchus rumgegangen und dann ist ein toter Kadaver vom Himmel gefallen. Oh, ein schönes Geschenk. War für ihn ein Geschenk. Na ja, die Wege trennen sich.
Links geht's nach Catania City. Und rechts geht's nach Catania City. Auf welchem Weg sollen wir dann gehen? Weiter. Ich weiß nicht. Catania City oder Catania City? Das sage ich in der nächsten Folge und ciao.